Ja, willkommen zum vierten Video zur Sim Chemistry-Reihe. Ich habe für dieses vierte Video, wo es im Wesentlichen um die Erstellung und Verwendung eines Schiebereglers gehen soll, die Teilchen ein bisschen angepasst und die ganzen Systemeinstellungen, dass es so einigermaßen hoffentlich klappt. Und dazu gucken wir gerade mal die Einstellung an, dass Sie die auch nachvollziehen können. Zunächst mal die Systemeinstellung. Die Temperatur, die werden wir sowieso ändern. Ich habe als Gravitationskraft hier 200.000 eingestellt. Das ist auch so ein recht großer Wert. Dann habe ich diese Teilchen hier. Schauen wir uns gerade die Eigenschaften an. Da habe ich eine Masse von 30, Radius 0,04. Und der Rest ist ja eher nur vom Aussehen. Das ist ja dann eigentlich nicht so wichtig, wie es vorgegeben ist. Und bei den Interaktionen habe ich hier bei Molekül-Molekül eine Lennard-Jones-Interaktion. Und die Werte hier 0,08, die Potentialmulde auf 3 den Wert eingestellt. Und ich habe auch die Cut-off Potential Energy ein bisschen reduziert. Das war vorher auf 500 und ich hatte mir irgendwo notiert, dass 300 besser ist. Der Rest ist, glaube ich, nicht so wichtig. So, und wenn man das dann einstellt und laufen lässt, hat man bei dieser aktuellen Systemtemperatur von 500 Kelvin, also doch durchaus noch eine lebhafte Bewegung. Die Teilchen werden halt recht stark zurückgeworfen von der oberen Wand und kommen deshalb ziemlich schnell auch wieder zurück. Mir geht es jetzt aber darum, einen Schieberegler zu erstellen, damit ich die Systemtemperatur nicht über das Menü hier umstellen muss, System Properties, sondern einfach per Schieberegler das bequem einstellen kann. Der Vorteil ist auch, dass ich zum Beispiel eine maximale und eine minimale Temperatur einstellen kann, indem die Temperatur für diese Teilchen hier eben sinnvoll ist. Und wie bei allen Objekten muss ich einen Objekttyp erstmal auswählen und dann eine Art von diesem Typ hier bestimmen. Und das ist in diesem Fall ganz hier unten der Slider, also ein Schieberegler. Und ja, da gibt es nicht allzu viel Einstellen. Im Prinzip gibt es also keine verschiedenen Typen an Schiebereglern, beziehungsweise es wird alles eingestellt, wenn ich den Schieberegler zeichne. Also zum Beispiel, was regelt der Schieberegler? Das heißt, ich brauche hier auch gar keine verschiedenen Typen. Zum Zeichnen wieder auf Draw und Slider. So. Ich wähle die Größe aus. Den Titel, das wäre vielleicht durchaus interessant. Systemtemperatur kann man ja auf Englisch angeben. Select Quantity to Control, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich muss also auswählen, was ich hier einstellen kann. Und da gibt es verschiedene Sachen. Es ist zwar nicht ganz so verständlich immer, aber man kann im Prinzip fast alle Werte, die ich einstellen kann, auch hier über einen Schieberegler einstellen. Die Masse des Moleküls. Was haben wir hier? Die Gravity. Das heißt, ich kann also auch mit Schiebereglern im Prinzip so ein bisschen rumprobieren, bis ich die optimalen Werte habe. Hier geht es aber um Sim Temperature, das ist also die Systemtemperatur und das ist genau das, was ich will. Und da gibt es dann einen Maximalwert von 500 bis 1000. Das lässt sich nachträglich auch noch verändern. So, jetzt stelle ich das erstmal ein. Man kann per Doppelklick drauf das Ganze nochmal öffnen, damit ich es gerade noch auf mit Großbuchstaben schreibe, damit es ordentlich aussieht und von Temperature hinten das eh noch wegmache. So. Aus irgendwelchen Gründen, ich dachte, das wird schon breiter, aber gut, das kriegen wir auch hin. So, lassen wir das Ganze mal laufen. Und jetzt haben wir halt die schöne Möglichkeit, dass wir einfach hin und her schieben und so das direkt manipulieren können, ohne dass wir immer tippen und nochmal versuchen und nochmal versuchen. Wir können einfach den Schieberegler verändern. Na, und irgendwann wird sich natürlich dann ja
noch nicht ganz, aber die Teilchen tun sich immer mehr zusammensetzen. Ehrlich gesagt finde ich jetzt, wenn man hier mit der Temperatur so ein bisschen spielt, die Einstellung nicht ganz optimal, weil wenn die sich schon treffen, sollten sie eigentlich eher zusammenbleiben und nicht dann so wild durch die Gegend hüpfen. Was man da machen kann, ist zum Beispiel ein bisschen mehr mit der Masse, also die Masse ein bisschen erhöhen, damit die Teilchen eben träger sind. Auf der anderen Seite, wenn sie dann wieder runterkommen, ist auch nicht so optimal. Ich muss nochmal meine eigenen Simulation ein bisschen genauer betrachten. Naja, auf jeden Fall kann ich jetzt hier wesentlich einfacher die Temperatur verändern als über das Menü. Ein paar Tipps noch dazu. Erstens mal, ich kann hier direkt einen Wert eingeben, indem ich zum Beispiel sage, okay, das soll jetzt 50 sein. Da muss ich also nicht schieben, dass ich so einen ungefähren Wert habe. Ich habe das Gefühl, dass die Anziehung der Teilchen noch relativ stark ist, weil die werden so aufeinander zugezogen, dass also der Wert vermutlich noch zu hoch ist. Aber man sieht hier sehr schön, wie ich typisch für einen festen Stoff die Teilchen ganz eng angeordnet habe. Und wenn man da mit Schülern arbeitet, soll man also unbedingt unterscheiden zwischen die Anziehung der Teilchen untereinander und der Stoff, zum Beispiel, der fest ist. Also nicht die Teilchen sind natürlich fest, sondern der Stoff, ne? Leider sind die Einstellungen noch nicht so optimal, dass ich sagen kann, das ist eine Flüssigkeit. Ja, wohl so. Na, das geht schon wieder zu weit auseinander. Also, es ist relativ mühsam, da eben tatsächlich die richtigen Einstellungen zu finden. Die Anziehung der Teilchen ist meiner Meinung nach noch ein bisschen hoch. Aber gut, so kann ich was einstellen. Wir hatten gerade eben noch mal die Einstellung hier zum Schieberegler. Wenn diese Simulation ausgeschaltet ist, kann ich hier draufklicken und zum Beispiel sagen, naja, 600 Grad als Maximaltemperatur reichen mir aus. Da kann ich die anderen auch genauer einstellen. So, naja, das läuft natürlich so. Wir könnten ja gerade mal versuchen, tatsächlich mit den Werten ein bisschen zu spielen, indem wir sagen, lass uns doch mal Schieberegler für die anderen Sachen verwenden, um das ein bisschen einzustellen. Also ich sag mal die Masse der Teilchen, da brauche ich ein Molecule Mass. 1000 ist wahrscheinlich zu viel. Maximal mal 100. Dann noch ein anderer Schieberegler. Nee, so. Für die Anziehung. Oder der gibt das ja. Haben wir in der Action. Well, da probieren wir mal mit der Potentialtiefe aus. Von 0,1 bis 10. Und vielleicht noch ein Schieberegler für die Gravitationskonstante. Wo haben wir das? Simulation Gravity. Okay. Ah, negative Wert ist, dass es nach oben geht. Das ist wahrscheinlich eher nicht so sinnvoll. Das geht bis, wenn wir gerade mal zählen, 1, bis 10 Millionen. Ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich ein bisschen groß. Nehmen wir mal 1 Million und gucken wir mal. Der Vorteil ist, ich kann ja auch einfach anklicken und anstatt hier rumzuwählen, das dann einfach ein bisschen ausprobieren. So, das ist jetzt ja wirklich ganz praktisch. Ich habe gesagt, die Anziehung ist mir ein bisschen stark, da reduziere ich das gerade mal. Und probiere eben jetzt so ein bisschen herum. Die molekulare Masse vielleicht ein bisschen hochsetzen, dass die Teilchen eher runterfallen. Nicht so leicht hochspringen. Man muss ja zum Beispiel daran denken, etwa das Wasser hat ja ein relativ, also das Wassermolekül hat eine relativ geringe Masse, aber eine recht hohe Anziehung. Und das führt unter anderem dazu, dass wenn zum Beispiel ein Wasserteilchen, wenn das mal also das flüssige Wasser verlassen hat, dass es dann
die Einheit verlassen kann. Weil es nicht so schwer ist, fliegt es dann eben, wenn es mal draußen ist, relativ gut weg. Ja, kann man halt ein bisschen rumprobieren. Das heißt, die Schieberegler sind eben nicht nur für die eigentliche Simulation interessant, sondern eben auch um einzustellen. Eventuell wäre es tatsächlich eine gute Idee, sich womöglich so ein Dokument anzulegen, mit dem man ein bisschen rumprobieren kann. Man hat die ganzen Einstellungsmöglichkeiten und dann guckt, wie möchte man es haben? Soll es eher unten sein? Soll es eher oben sein? Also wie man das eben will. Und so kann man dann sich das Teilchen und die Systemeinstellung so einstellen, wie man es tatsächlich haben will. Wie ich schon gesagt habe, eventuell muss man, gerade wenn man eine richtige Flüssigkeit zeigen will, gucken, dass man hier mehr Teilchen hier unten hat, weil so sieht es halt sehr lückig aus. Vielleicht kann man das Gewicht noch ein bisschen erhöhen, dass es mehr unten bleibt. Aber eine geringere Anziehung. Na, im Prinzip hängen die zwei Werte ja zusammen, die molekulare Masse und die Gravitationskraft. Also das heißt, man kann entweder das eine oder das andere erhöhen. Wichtig ist das eben vor allem dann nur, wie die zusammenhängen, vor allem noch, wenn man noch eine dritte, noch was Drittes hat, also zum Beispiel ein zweites Teilchen. Ansonsten kann man sagen, ich gehe damit runter und gehe damit runter oder hoch im Gegensatz dazu. Ja. Naja, muss man halt gucken, was man tatsächlich zeigen will. Im Prinzip sollte man, wenn man zum Beispiel Simulation von Aggregatzuständen zeigen will, auf jeden Fall gucken, dass es alle drei Aggregatzustände bei den einstellbaren Temperaturen gibt. Hier ist es zum Beispiel ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt, gehen mir die Teilchen da nicht schnell genug auseinander, eventuell noch ein bisschen die Anziehung reduzieren. Oder ich muss halt die Temperatur doch auf einen höheren Wert stellen können. Na gut, das war nur ein eher kurzes Video mit sehr wenig Inhalt, nämlich mit dem Erstellen der Schieberegler. Das Wesentliche ist, dass ich eben hier die Möglichkeit habe, nicht nur in der laufenden Simulation was relativ leicht zu verändern. Ich kann es eben auch verwenden, um herumzuprobieren mit den Einstellungen, um eben die richtige, passende Einstellung für mich zu